Herzlich willkommen zurück bei Folge 30 von Final Fantasy VII Remake. Ja, der Rattenking hat uns besiegt, aber wir probieren es erneut. Tsunami-Angriff, den er gemacht hat, das war natürlich ein Highlight, ey. Aeris. Abwasser zu machen. Und wie kann man die Attacke dodgen? Halt. Wie kann man diese Attacke dodgen? Mann, beide Attacken verkackt. Das war ja knapp.
So, jetzt hat's der Abwasser zu machen hier. So, kann man hier irgendwo hin abhauen? Ah, es kommt aus einem der Beine. Ah, okay, okay. Verstehe. Wo ist das Kampfsystem? Ah, Klaus ist auch gleich hinter sich. Cloud ist kampfunfähig gegangen. Cloud ist beim Limit Break kampfunfähig gegangen? Wie denn das passiert? Das wird ja eine Folge, ey. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, wie man die Abwasser-Tsunami umgeht. Schön. Schön den Mutangriff gedodged. Linkes Horn zerstört, sehr schön. Thank you.
Schock kriege, weiß ich nicht. Ja. Hier rüber, was tut ihr? Kommt weg da! Zeit zu kämpfen! Ob das hier sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter... Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Hm. Ja. Nur tiefer! Anscheinend führt der Weg tatsächlich durch die Kanalisation. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Gehen wir als erstes dort. Als erstes gehen wir looten. Apropos Waffenmodifikation tiefer. Bei ihr müsste was upgradebar sein. Stufe 4. Ja, wir werden mal noch ein bisschen sparen. Stufe 20 erreicht. Sehr schön.
Wir müssen Wasser ablassen, okay. Haben wir denn hier schon das Lederhandschuh? Okay. Ich Magieschaden drauf. Probieren wir es mal aus. Der Bild ist erstmal noch scheiße, aber kriegen wir schon hin. Verklaut natürlich super, oder? Wollen wir mal nicht so geizig mit dem Gel sein. Ich würde das wegen Kraft nochmal der Meister gelöst, immer noch besser. Finde ich zumindest. Nein, egal. Erstmal. Chillen. Kurz Pause. Alten Landwehrratten. Bleib lieber hinter mir. Kaiser. Die könnten wir mal analysieren. Nur
Wieder mal Wutai. Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Irgendwer. Verschlossen. Ach ja, der Universalschlüssel, den Jesse gemacht. Könnte der Schlüssel im Wasser versteckt sein? Suchen wir. Scheint ein Stromgenerator zu sein. Sieht unheimlich alt. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn er noch funktioniert. Ja, aber auf die andere Seite müssen wir trotzdem noch. Das muss er sein. Aber hier gibt es trotzdem Sachen. Okay, 800 Geld. Na gut, nach unserem Fehlkauf von 5000 Geld gerade nehmen wir doch auch die 800. Wer weiß. Moment mal. Diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann...